Einen schönen guten Abend, liebe Abonnentinnen und Abonnenten. Ja, das Thema, was jetzt natürlich wieder die Runde gemacht hat kürzlich, ist das immer wieder auftretende Problem oder das Problem, was wir, beziehungsweise Probleme vielleicht hochgestochen, aber die Begebenheit, die wir schon mal hatten, nämlich, dass Videospielfirmen gewisse Videos für sich beanspruchen. Vor kurzem war es Nintendo. Nun schlägt es erneut zu. Nintendo scheint einige Videos für sich zu beanspruchen. Genauso wie andere Firmen, Videospielfirmen, die es wohl gerade auch tun. Jedoch ist bei der ganzen Sache, möchte ich gleich sagen, unsicher, ob es die Firmen direkt sind oder ob es aufgrund der neuen YouTube-Richtlinien automatische Treffer sind, die von Google vergeben wurden. Ja, einfach mal kurz, um uns alle auf einen Stand zu bringen. Dies bedeutet im konkreten Fall, dass anstatt dass ja, dass meine Werbung zu sehen wäre, die Firmen die Möglichkeit haben, Banner nebenher aufzustellen. Jedoch eine Sache, die dafür spricht, dass das alles automatisch erfolgt ist von dem Google ID, Content ID System ist, dass derzeit keine Werbung auf die Videos sind, die beansprucht wurden. Das heißt, dass im Moment auch die Firmen nichts daran verdienen. Bei mir war das bereits bei fünf Videos. Ne, bei sechs Videos der Fall, pardon, sechs Videos war dies der Fall. Und zwar sind es drei Trailer, die ich hochgeladen habe. Nämlich der vom neunten Januar, der Meinung zu Pokémon Generation 6, der zu The Legend of Zelda Link Between Worlds und zu Super Mario 3D World, sowie mein Review zu New Super Mario Bros. Wii, meine Umfrage zu den Top 10 Nintendo Wii-Titeln und Monster Hunter 3 Ultimate Part 1, wobei ich da gleich noch was zu sagen möchte. Und im Moment ist es so, dass Monster Hunter 3 Ultimate tatsächlich zurückgezogen wurde. Also ich habe Capcom erklärt, dass dies zusammenhängendes Gameplay ist und ich kann nicht einfach Intros hochladen und sie haben es akzeptiert. Also cool an der Stelle, würde ich sagen. Was weiteres Indiz ist, dass das automatische Treffer waren. Ansonsten müssen wir schauen, wie es mit den anderen Videos vonstatten geht. Nicht so Mario Bros. Wii gehört auch wieder mir. Den Anspruch konnte ich erfolgreich abwehren, denn sie haben sich in einem Lied aufgehalten, was gezeigt wurde, was im Hintergrund gespielt hat. Das konnte ich zum Glück ausschalten, ohne dass meine Stimme dabei in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das wollte ich auch dazu sagen. Also das hat gut funktioniert. Insofern haben wir auch das wieder. Ich muss mir jetzt halt natürlich überlegen, ob ich in Zukunft wirklich Nintendo-Musik im Hintergrund spielen lassen möchte. Und natürlich auch mit Trailern. Ich habe jetzt zunächst einmal natürlich damit argumentiert, dass Trailer im Prinzip Pressefreiheit sind, da ich ja kein zusammenhängendes Gameplay in Trailern zeigt, sondern diese Trailer lediglich bewerte. Ob ich damit durchkomme, ist die eine Frage. Auf jeden Fall in Zukunft werde ich dann höchstwahrscheinlich es so machen, dass ich euch einfach die Trailer einblende, wenn es denn da was Wichtiges zu sagen gibt. Bedeutet, dass ich diese Trailer dann in der Videobeschreibung verlinke. Und was natürlich die Top 10 Nintendo Wii-Titel angeht, da muss man auf jeden Fall noch schauen, weil es ist eine Bewertung zu spielen, eine Hitliste. Eigentlich müsste ich damit durchkommen. Aber das ist jetzt auch alles nebensächlich, wie genau das ist. Feststeht, ich bin dieses Mal erneut, beziehungsweise erstmals richtig von betroffen, wie viele andere auch. Aber ihr braucht auf jeden Fall nicht in Panik zu verfallen. Man muss schauen, inwieweit sich das Ganze noch auslöst. Aber ihr braucht euch jetzt keine allzu großen Sorgen zu machen. Ich bin relativ optimistischer Dinge, dass alles funktionieren wird. Natürlich gibt es immer diesen Worst-Case-Szenario, dass man das gar nicht mehr machen darf. Aber ich denke nicht, dass die Videospielfirmen diese Richtung gehen werden, auch wenn es derzeit so aussieht, weil es bei vielen Firmen der Fall ist. Aber ich denke, das alles wird sich auf jeden Fall noch aufklären, will ich hier an dieser Stelle einfach sagen. Und was ich auch noch sagen möchte an dieser Stelle ist, weil es ist natürlich mal wieder so, die Endtower Community freut sich natürlich, dass wir jetzt alle kein Geld mehr verdienen, wir sind alles so solche Schweine, bla bla bla.
Ihr kennt das ja, das übliche Gerede, wo ich mich nicht auf das Niveau begeben werde, was gegen diese Leute zu sagen. Jedenfalls, vielleicht einfach mal als kleines Gleichnis verstanden, wie man sich das in etwa bei LPern vorstellen kann. Also, man stelle sich vor, man spielt unheimlich gerne Trompete. Das hat man schon immer gern gemacht. Letztendlich hat man all sein Geld zusammengespart und konnte sich endlich eine schöne kleine Trompete leisten. Jedoch ziemlich billig, abgemagert. Na gut, abgemagert kann sich schon sein, abgenutzt, gebraucht. Und damit geht man dann einfach mal in den Park und spielt ein bisschen. Zunächst nur zum Spaß. Macht das immer mal wieder und die Leute hören einem zu und es gefällt den Leuten. Und dann spielt man immer wieder, jeden Tag, jedes Wochenende ein bisschen und den Leuten gefällt's mehr und mehr. Irgendwann kommt dann eine alte Frau auf die Idee, dass ihr der Gesang, dass ihr das Gespiele so schön gefällt, dass sie da mal einen Bekannten anruft. Sie selbst hat nämlich kaum genug Geld, aber es gibt da einen Sponsor. Dieser Sponsor kommt da mal raus und sieht, dass er wirklich schön spielt und dass es den Leuten gefällt, wie er spielt. Also geben sie, sponsoren sie ihn kurzerhand. Könnte Adidas, Nike, sonst was sein. Auf jeden Fall läuft er danach mit einem Shirt, Hosen, Cappy etc. von dieser Sponsoring-Firma rum. Sie stellt ihm ein bisschen was in Aussicht, sagen, etwa 100 € im Monat bekommt er, wenn er denn jeden Tag eine Stunde im Park für sie, für die Leute spielt. Da denkt sich natürlich, puh, das ist natürlich schon heftig, zumal er dann natürlich heftige Einbußen hat. Zum einen hat er natürlich noch einen normalen Job, den er nicht aufgeben darf. Zum anderen muss er natürlich dann viel mehr üben und muss auch auf eine bessere Trompete umsteigen, denn die er hat, ist ja sehr abgenutzt. Also muss er all seine anderen Hobbys beiseite legen und es in Zukunft so machen, dass er jeden Tag nach der Arbeit noch eine Stunde übt und noch eine Stunde im Park spielen geht für die Leute. Dies bewerkstelligt er dann natürlich so, dass er, wie gesagt, andere Hobbys aufgibt. Von dem Geld, was er bekommt, leistet er sich dann nach und nach bessere Ausrüstung, bessere Notenständer und natürlich auch eine bessere Trompete und auch die Möglichkeit, natürlich immer rechtzeitig im Park zu kommen, da das viele Hin- und Hergefahre mit dem Bus ziemlich ermüdend ist. Letztendlich gefällt es immer mehr Leuten. Na, natürlich gibt es die Leute, die darauf neidisch sind und sagen: Mann, jeder kann noch Trompete spielen. Warum verdient damit einer Geld? Das gibt's doch nicht. Und er würde die Leute ausnützen, obwohl letztendlich es die Sponsoren sind, die es ihm zahlen. Was dann letztendlich passiert, ist, dass nach einiger Zeit dann die Leute kommen, denen die Trompete gehört, und sagen: Nein, er benutzt unsere Trompete. In diesem Sinne möchten wir als alleinige Besitzansprüche von diesem und als alleinige Besitzansprüche dieser Trompete möchten wir das volle Geld haben, was er von den Sponsoren bekommt. Nun steht dieser Mensch vor natürlich ein paar Problemen. Zum einen, ich meine, man muss sich das mal vergegenwärtigen, ja? Ich denke, ehrenamtlich machen viele gerne eine künstlerische Fertigkeit. Sobald aber jemand anderes davon profitiert und man selbst nichts bekommt, ist es natürlich was ganz anderes. Zudem hat er sich auf einen sehr, sehr viel höheren Standard eingelassen. Die Trompete muss er nach wie vor noch abbezahlen, sie war sehr teuer. Er hat kaum noch Zeit für andere Sachen, muss viel üben, hat andere Hobbys dafür aufgegeben und vernachlässigt. Und da muss er sich natürlich dann ernsthaft fragen, kann man dann noch weitermachen? Und vielleicht könnt ihr da in etwa verstehen, wie es vielen von uns gehen würde, wovon ich nicht ausgehe. Weil natürlich es immer heißt, ja, wenn die Leute aufhören, wenn sie kein Geld mehr kriegen, dann ist es wohl geldgeil, ey. Aber man sollte einfach eine Sache verstehen. Ich bin derzeit jeden Tag also ich stehe um 5:30 auf und ich bin um 6 bis 7 Uhr zu Hause, meistens 7 Uhr. Von der Uni. Und da habe ich natürlich wenig Zeit. Wirklich wenig Zeit, die ich für das LPen verwende. Sollte ich es ist wirklich nicht viel, was man mir konnte, über genaue Beträge darf ich ja nicht reden, aber sollte das wegfallen, bin ich natürlich in einer Situation, wo es nicht mehr möglich wäre. Und zwar nicht, weil es mir keinen Spaß mehr macht, sondern weil ich dann diese Zeit anders nutzen müsste, um
durch einen anderen Nebenjob noch irgendwie Geld zu verdienen. Aber ich glaube, ihr versteht in etwa, worauf ich hinaus will. Auf jeden Fall, das ist eine mögliche Sache, die passieren könnte, natürlich. Aber ich denke, wir sind davon weit entfernt. Und da kann ich euch auf jeden Fall, hoffe ich, auch ein Stück weit beruhigen. Und wie die Entwicklung jetzt weitergeht, ich hoffe positiv, ja. Da glaube ich fest dran. Ansonsten könnt ihr mir eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr interessieren, wie ihr zu dieser ganzen Sache steht. Und ja, ob ihr auch schon davon betroffen seid. Wenn ja, dann kann ich euch nur raten, etwas abzuwarten. Ich bin sicher, das Ganze wird sich noch klären. Immer optimistisch in die Zukunft schauen, Leute. Und selbst wenn, es gibt gewiss Alternativen. Ich denke, so schnell werdet ihr mich nicht los. Mahatma Gandhi sagte einmal, Stärke wächst nicht aus körperlicher Kraft, vielmehr aus unbeugsamen Willen. Und das wäre die erste Sache im Leben, die mich klein gekriegt hat. Deswegen könnt ihr noch sehr lange mit mir rechnen, denke ich. Schönen Abend noch.